Eine Clanschießerei und das mitten in Berlin, ja besser noch, direkt neben der Polizeidirektion im Berliner Bezirk Wedding. Da haben Unbekannte aus einem fahrenden Auto herausgeschossen. Ein Mann ist schwer verletzt worden. Man sieht Einschusslöcher, 4 Schüsse waren es. Die haben die Fenster einer Wohnung im Erdgeschoss durchschlagen und sind in der Hauswand dann stecken geblieben. In Berlin-Gesundbrunnen, wir befinden uns auf der Punkstraße, Höhe der Hausnummer 25. Und genau hier fallen gestern Abend diese 4 Schüsse, die vermeintliche Wohnung. Es handelt sich hierbei um eine Flüchtlingsunterkunft. Diese 4 Schüsse durchschlagen diese blickdichten Scheiben der Rezeption, sollen ein vermeintliches Clan-Mitglied treffen. Dieser Mann wird auch verletzt, ein weiterer Mann ebenfalls verletzt. Noch halten die Ermittler natürlich aus ermittlungstaktischen Gründen Informationen zurück, welche Clans jetzt bei dieser Schießerei beteiligt sind.